Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den Gardena Schlauchbox Anschlussschlauch hier wechseln und somit natürlich auch den Rollab-Zulaufschlauch verlängern kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Oftmals ist unser Zulaufschlauch einfach etwas zu kurz und das Verlängern mit so einer Kupplung hier und einem anderen Stück Gartenschlauch schaut natürlich optisch auch nicht wirklich schön aus, weswegen wir diesen Zulaufschlauch jetzt mal richtig abändern möchten. Und zuerst einmal sollten wir natürlich schauen, dass das Wasser hier hinten auf jeden Fall abgesperrt ist. Danach können wir auf der Seite von unserem Zulaufschlauch auch schon mal hier bei den neueren Modellen auf jeden Fall so eine Klappe mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig raushebeln. Und darunter befindet sich dann nämlich auch schon der Anschluss an die Schlauchbox. Im nächsten Schritt können wir auch schon unsere Schlauchschere mal erkennen, die einfach den Schlauch auf der Schlauchbox drauf hält. Und da müssen wir wieder mit einem flachen Schraubendreher probieren, dass wir das Ganze irgendwie leicht lösen können. Und dann sollte es normalerweise auch schon von alleine nämlich aufgehen. Jetzt solltest du auf jeden Fall mal probieren, hier unten an dem Schlauch wirklich mit ordentlich Kraft nach unten zu ziehen und auch gerne ein paar Drehbewegungen zu machen, denn dann kann es einfach sein, dass der Schlauch hier auch schon von alleine rausspringt. In meinem Fall geht es leider nicht, da das wirklich so fest hier drauf ist. Deswegen müssen wir erst einmal noch dieses Bauteil durch das Lösen von den drei Schrauben hier herausnehmen. Nun gehen wir noch auf die andere Seite und müssen natürlich auch hier unsere Verblendung einmal ganz einfach nach vorne rausziehen. Und hier müssen wir noch die Torx-Schraube in der Mitte ganz gegen den Uhrzeigersinn lösen. Bitte diese Schrauben hier auf gar keinen Fall aufmachen, da sich darunter die vorgespannte Feder befindet, die natürlich im schlimmsten Fall sehr gefährlich werden kann. Danach lässt sich nämlich auch schon das Innere von unserer Schlauchbox hier ganz einfach herausziehen. Und wir können es noch etwas weiter schräg nach oben rausziehen, dass wir einfach besser an unseren Schlauch gleich drankommen. Nun haben wir auf jeden Fall deutlich mehr Platz, dass wir das Ganze einmal herausziehen können. Und falls es sich bei dir aber trotzdem nicht lösen lässt und den Schlauch ja sowieso danach wegschmeißen wirst, dann kannst du natürlich auch mit einem Cuttermesser einmal hier vorsichtig schon das Ganze etwas hineinschneiden, dass wir danach den Schlauch auch einfach viel leichter hier runter bekommen. Als nächstes können wir auch schon ganz einfach unsere Schlauchschelle mal nach vorne herunterziehen, den alten Zulaufschlauch nach unten nach draußen fädeln und sobald wir unseren neuen längeren Schlauch haben, können wir diesen auch schon von unten einmal mit Gefühl durch die entsprechende Öffnung hier oben wieder hindurch geben. Als nächstes bitte nicht vergessen, unsere Schlauchschelle hier wieder mal auf den neuen Schlauch drauf zu geben und wir können den neuen Schlauch auch schon wieder auf unseren entsprechenden Anschluss hier hinaufschieben. Die Schlauchstelle sollten wir dann auch auf jeden Fall mal über unseren Anschluss drüber geben und normalerweise lässt sich das Ganze per Hand leider nicht so gut zusammendrücken. Deswegen bitte eine Wasserpumpenzange verwenden und hier einmal die Schlauchstelle wieder ordentlich fest anziehen. Der Anschluss passt auf jeden Fall und falls hier noch irgendwo Dreck sein sollte, der eventuell sogar zur Undichtigkeit führen kann, dann sollten wir diesen auch auf jeden Fall mal noch mit einem Tuch schon grob entfernen. Und danach entweder Silikonfett oder auch Armaturenfett, was auf jeden Fall für Lebensmittel geeignet ist, hier noch ordentlich verteilen. Genauso auch hier hinten auf unserem O-Ring natürlich. Als nächstes müssen wir unseren Anschluss natürlich wieder in die Schlauchbox hineinbekommen, weswegen ich mir den auch schon mal grob hindrehe und meinen Zulaufschlauch hier unten auch schon dementsprechend immer wieder etwas nachziehe. Schraube danach meine drei Schrauben schon einmal wieder fest. Gebe meine Blende auch schon wieder drauf, da muss ich eigentlich nur darauf achten, dass diese drei Nasen natürlich auch in die entsprechenden Öffnungen hier ordentlich hineinpassen. Drehe auch von der anderen Seite meine Schraube einmal wieder mit Gefühl im Uhrzeigersinn fest. Gebe auch hier meine Blende wieder richtig herum drauf. Mache meinen Wasserhahn mal wieder auf und entlüfte hier vorne ganz kurz. Und zum Schluss sollte ich auf jeden Fall mal noch jetzt und vor allem auch morgen das Ganze auf Dichtheit überprüfen. Bedeutet normalerweise, wenn der Anschluss undicht sein sollte, müsste hier auf der Seite bei meinem Zulaufschlauch irgendwo das Wasser runterlaufen. Bei mir schaut es auf jeden Fall gut aus, weswegen wir jetzt auch schon so einen Zulaufschlauch bei unserer Gardena Schlauchbox richtig gewechselt haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so eine Schlauchbox in den verschiedensten Varianten oder natürlich auch ein weiteres Stück Gartenschlauch zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.